So, hallo, wir machen vielleicht weiter bei Mario Maker 2. Vielleicht deswegen, weil ich diese Aufnahme nur hochladen werde. Wenn das jetzt relativ schnell klappt, wenn nicht, lasse ich es bleiben. Ich habe mir ein paar Strategien angeschaut zum Ninja Speedrun Event und ein Tag verbleibt noch, also kann ich es nochmal kurz ausprobieren. Es sind interessante Techniken, auf die ich nicht von selbst gekommen wäre, vor allem am Schluss. Ich zeige die erstmal so im Detail. Und dann versuchen wir, die mal hintereinander durchzuführen. Das wird allerdings... Entschuldigung, jetzt bin ich hier ganz laut geworden. Ich habe nur gerade noch leichte Probleme. So. Das wird allerdings, ja, nicht sonderlich angenehm. Also klar, am Anfang muss man über diesen Ball springen und daran schnell hinkommen. So, das ist die eine Sache. Das wissen wir ja schon. Hier habe ich soweit nichts gesehen, was deutlich schneller ist als unseres. Hier unten, dass man so ein bisschen hier gegenspringt. Ja, das war schlecht. Aber dass man da unten so ein bisschen gegenspringt. Moment, ich habe hier... jetzt ein... Haar am Mikrofon. Wo kommt das denn her? Jetzt ist es weg. Das war gerade komisch. Immer wenn ich geredet habe, hatte ich das Haar im Mund. Dass man hier so ein bisschen gegenspringt. Und dadurch dann hier schneller durchrutscht. Na, das muss halt sitzen. So, hier habe ich soweit eigentlich keinen großen Unterschied gesehen. Da unten kann man... das. Wait, das war dumm. Moment, wie wurde das gemacht? Das wurde anders gemacht. Man kann nämlich von dem Ball aus... Also wenn man jetzt da drauf landet... Wenn man da drauf landet... Kann man von dem Ball aus... Oha, da braucht man Anlauf dafür anscheinend. Oder wie? Oh, wie soll ich das denn? Wie geht das denn? Das sah einfacher an der Durchführung aus, jetzt als es da tatsächlich ist. Ja, man kommt nämlich direkt von dem Ball da hoch. Also das kostet schon mal, spart schon mal Zeit. Dann holt man sich den Schlüssel. Also das machen auch die mit der besseren Zeit. Die holen sich den Schlüssel. Naja, und dann ist der Rest fast klar. Ich sag bewusst fast. Ah, mein Gott. Außer, dass ich jetzt wieder dumm bin und den Schlüssel nicht schaffe. Ja, ist egal. Oh, jetzt schaffe ich aber den Rest auch nicht. Ja, jetzt ist auch egal. Jetzt ist eh wurscht. Ich will euch ja den Schluss noch zeigen, wie der Schluss schneller geht. Das ist nämlich faszinierend. Man muss diese Kugel hier anstupsen und dann kann man mit der Kugel noch einen Schwung ins Ziel bekommen. Das ist sick. Der Schluss ist sick. Da wäre ich nie drauf gekommen, dass das möglich ist und das Zeit spart. Aber das macht nochmal am Ende gute Sekunde aus. Also, das war jetzt im Groben die Strategie, aber das jetzt durchzuführen am Stück, insane. Ja, aber es ist klar, dass natürlich wieder nur die Besten dann hier entsprechend solche Zeiten einholen können. Da gehöre ich nicht dazu. Ich schaff's ja schon nicht mal hier durchzuspringen. Ohne, ne? Weißt du schon. Aber jetzt gucken wir mal einfach ein bisschen, wie das läuft. Das war schon mal nix, aber ist egal. Das war auch nix. Aber wie gesagt, ich müsste das ein bisschen üben. So, jetzt hier. Man landet auf dem Ball. Ah! Ja, super. Jetzt kann ich auf jeden Fall neu starten. Super. Ja, nice, 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 nice. Den Anfang brauche ich immer. Das werde ich niemals immer hinkriegen. Never ever. Naja, das war jetzt ein bisschen schneller, glaube ich, aber vielleicht nicht sehr. Keine Ahnung, ist ja auch egal. So. Yes! Jetzt muss ich den Swamp gut erwischen. Ah. Nein, 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 nicht hängen bleiben, nicht hängen bleiben, nicht hängen bleiben. Durch. Nice. Und jetzt noch den Ball gut erwischen. Hui. War das besser als meine bisherige Zeit? Ich weiß nicht, was hatte ich denn davor? Ich bin halt viel zu oft wieder hängen geblieben, ne? Aber das ist in etwa die Strategie. Ja, ja, um eine halbe Sekunde haben wir uns verbessert. Das ist in etwa die Strategie. Das ist schon krass.
Da muss man erstmal Stück für Stück drauf kommen, dass das. Also der Anfang ist klar, dass das gehen muss. Das war klar. Aber auf den Rest muss man halt echt erstmal kommen. Oh nice, das geht sogar ganz gut. Ah, aber das ist halt. Ja, super. Nope. Ja, aber da das jetzt alles funktioniert hat, ist das auf jeden Fall jetzt ein Part, den ich hochladen werde. Ach komm, ich sollte den Teil hier lassen. Ich glaube, so viel Zeit werde ich hier nicht rausholen, dass das für mich jetzt relevant ist. Ich glaube, für mich ist vor allem der Schneeball relevant am Ende und der Schneeball, auf den ich springen kann. Ich glaube, das holt bei mir die meiste Zeit raus. Diese einzelnen Sprünge da direkt durch die Stacheln durch, das muss jetzt vielleicht nicht unbedingt sein. Sagt er und springt trotzdem dagegen. Oh, das war jetzt auch wieder blöd. Egal. Nein! Naja, ein bisschen schneller war es, aber nicht viel. Oh boy. Ah, jetzt ist es vorbei. Ach, das war wieder dumm. Das war wieder richtig dumm. Ja, weiß ich nicht, dass jetzt schneller war. Es wirkt irgendwie, glaube ich, dadurch, dass ich da rumspringe und das nicht gut kann, wirkt es am Ende irgendwie fast, als wäre ich langsamer dabei. Mist! Wenn das halt nicht funktioniert, kann ich schon knicken. Weil darum kommt es ja an. Na, das war jetzt auch nicht so gut. Aber auch nicht so schlimm. Ja, das war, glaube ich, ganz okay. Ich glaube, das war ganz okay. Nein! Ach! Was mache ich da wieder, Murks? Na, das war jetzt aber hier. Ich protestiere. Ich protestiere aufs Schärfste. Ach, komm. Ja, das war gut. Genau so muss das sein. Na! Was zum... Das, war nicht ganz, was ich wollte. Ja, das war zu bald. Dann würde ich jetzt zumindest gerne unter 30, ja, wahrscheinlich, unter 40 kommen. Das wäre noch so mein Ziel. Eine Sub 40 auf... Eine Sub 40 aufstellen. Ohne gleich in Aggressionen zu verfallen, wohlgemerkt. Das wäre ganz gut. Ist aber gleich soweit. Ich schmeiß gleich wieder irgendwas. Sagt der, der noch nie irgendwas geschmissen hat, sondern maximal mal auf den Tisch gehauen hat. Ach! Oder böse Begriffe um sich wirft. Mal ein bisschen Beherrschung hier. Wahrscheinlich. Wahrscheinlich.
Ja gut, aber wenn ich den halt anstupse, ist es ja fast genauso schnell, oder? I don't know. Ja, nice. Ich hab den Ball verpasst. Und ich bin halt trotzdem noch viel zu langsam. Ich habe mich zwar nochmal verbessert. Und zwar ordentlich. Wenn man jetzt vergleicht, wo ich vorher war, auf dem welchen Platz vor allem, ne? Aber ja. Da ist noch ein bisschen was geht noch. Bisschen was möchte ich noch rauskitzeln. Bisschen was möchte ich noch haben. Come on. Gibt's doch nicht. Den Anfang hier hätte ich echt gerne konsistent, wollte ich sagen. Ja, das ist okay. Damit kann ich leben. Ah, das war wieder viel zu langsam. Oi. Da wäre es ja besser, man springt gar nicht. Ey. LOL! Ich konnte nicht springen. Ach, komm, schon wieder. Wie oft willst du in diesem Part neu starten? Ja. Okay. Das war auch okay. Hä? Okay, wartet mal ganz kurz. Wie ist das gemacht? Einen Moment, das muss ich ganz kurz nochmal eruieren. Das muss ich jetzt mal ganz kurz eruieren. Eine Sekunde. Wir haben das gleich. Ich muss das mal ganz kurz hier... das gibt's doch nicht. Verlauf. Das Video habe ich jetzt erst vorhin geguckt, da. So. Ja, du hältst jetzt die Klappe, Beast, danke. Wo ist die Stelle? Da. Was macht er? Wieso kriegt er den so gut hin, den Sprung? Was hat er anders gemacht? So, er fällt rund. Er ist übrigens an der Stelle, ist er bei 13. Da ist er einfach bei 13. Was zur Hölle? So, er stupst ihn an, so wie ich es auch gemacht habe, und dann springt er drauf. Okay, verstehe. Jetzt gucken wir uns das, also ich gucke mir das nochmal ganz kurz von vorne an. Mit welcher Zeit geht er in die Röhre? Okay, er geht mit 33,1 in die Röhre, ich bin mit 33,3 in die Röhre gegangen. Das ist akzeptabel. Dann ist er... Ach so. Ah, okay. Er ist mit 8 an der Stelle nach dem Durchrutschen. Und dadurch ist er dann schon mit... Oh.
Er macht Folgendes. Er springt bei dem großen zwei Schneebällen, springt über den ersten drüber, nimmt sich den zweiten und haut damit die Pflanzen weg. Dann ist er mit 14 unten. Ja, okay, verstehe ich. Okay, alles klar. Alles klar. Also doch noch ein bisschen anders, als ich es vorgezeigt habe. War meine Erinnerung nicht ganz richtig. Ah ja, wenn ich jetzt noch einmal da den Schneeball raushol. Ja, das ist jetzt erstmal egal. Er hüpft hier gar nicht als kleiner, sondern ja, und jetzt. Ach, Menschens. Meine Nerven. Oh, das war die 33.1 jetzt auch. Okay. So. Dann hüpft er hier als Großer sogar dagegen. Dadurch rutscht er hier nochmal schneller durch. Hier hüpft er über den ersten. Oh Mann, bin ich denn dumm? Hier hüpft er über den ersten drüber. Jetzt übt man das aber kurz. Nimmt dann den zweiten mit. Ja, das geht natürlich gar nichts. Er nimmt den zweiten, genau den hier nimmt er mit und schmeißt ihn direkt dahin. So, den stupst er wie gesagt an und hüpft dann von hier. Ah, okay. Okay, das muss ich ganz kurz mal üben. So, er stupst den an und hüpft von dem aus drauf. Okay, alles klar. Ja, gut. Der Rest ist klar. Ja, das sind dann nochmal so Spitzfindigkeiten, ne? Jetzt bin ich wieder hier 0,3 sch weniger schnell. Ist super. Super. Aber wir kriegen die Sub 30, die Sub 40 kriegen wir. Dafür stehe ich mit meinem Namen. Was auch immer der jetzt sagen soll. Die zweite mitnehmen und die werfen. Dann hier anstupsen. Achso, weil die dort liegt. Weil die dort liegt am Anfang. Die kommt nicht aus der Röhre, die liegt dort. Ah, alles klar. Den Fehler mache ich halt erst seit dem Part, ne? Unfassbar. Achso, Moment. Bin ich noch in der Aufnahme? Nicht, dass ich jetzt durch das YouTube-Video. Ne, alles gut. Ich bin noch in der Aufnahme. Sehr schön. Mist. Was mal drauf kommen, dass sowas, ne, dass das so schneller geht. Ja, genau so macht er das. Und dann so, genau. Ah, jetzt kotze ich gleich hier. Was war das denn? Oh, ärgerlich. Ärgerlicher Müll. Scheiße. Nein, runter, Abflug. Ich bin wieder nicht viel schneller, aber die Sub 40 könnte ich hinkriegen. Aber das wäre halt noch, da wäre noch viel mehr Zeit, da wäre noch viel mehr Luft drin, ihr seht's ja. Den Quatsch, den ich jetzt gerade gemacht habe, wenn ich den halt nicht gemacht hätte, aber wir sind Sub 40, lol. Ah, da ist noch mehr drin. Ah, wenn ich den Quatsch gerade nicht gemacht hätte, ne, das wären schon wieder 2 Sekunden besser gewesen. Ah, komm, ich will noch ein bisschen mehr, jetzt will ich noch ein bisschen mehr.
Das ist ärgerlich. Das ist ärgerlich, wenn das halt dann nicht hinhaut. Ah. Ach komm, ich hasse diesen Anfang. Oh. Geht das trotzdem noch, wenn ich jetzt hier ordentlich... Ja! Also, es ist nicht perfekt, aber es ist... Man kann damit weiterspielen, Gott, gerade mal eben. Man kann damit auf jeden Fall weiterspielen. Oh, ich kann's übersetzen. Alter! Scheiße. Ich hätte gern gewusst, zu was das für eine Zeit noch geführt hätte gerade. Ich hätte es gern gewusst. Ach, Mann. Ärgerlich. Wirklich ärgerlich. So. Ab dafür. Ja, in etwas so. Da ist noch ein bisschen mehr, es geht noch ein bisschen besser, aber in etwas so. Okay, nice. Jetzt bitte die Wolken da unten nicht versauen. Nicht die Wolken da unten versauen. Nicht die Wolken hier jetzt versauen. Okay, cool. Okay, die Zeit nehme ich. Mehr spiele ich nicht. Mehr spiele ich nicht. Die nehme ich. Reicht. 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 Mehr spiele ich nicht mehr. Das reicht. Das reicht. Das reicht. Das reicht mir vollkommen. Das reicht mir vollkommen. Oh mein Gott. Ab dafür. Wiedersehen. Jetzt haben wir es. Jetzt haben wir es für meine Verhältnisse. Haben wir es jetzt ausreichend. Puh. So, okay. Ich aktualisiere mal. Oh, guck mal. Wir können schnell noch ein neues Joris-Level spielen. Das ist das einzige neue. Jawohl, auf geht's. Double Jumper Sau. Nee, das war's nicht. Das Joris Level ist das neue Joris Level. Okay. Yo, 3,57. 56 Sekunden. Ja, nice. Jetzt bin ich gespannt. Jetzt bin ich gespannt. Was ist denn hier passiert? Besiege alle Spikes und erreiche das Ziel. Gut, Zielbedingungen schon mal erfüllt. Kann ich in die Röhren? So nicht. In die kann ich rein. Ah ja! Okay. Lol. Hab ich mit dem Block den Bowser einfach mal komplett gekillt? Aber ich meine, in der Welt kann ja nicht. In der Welt kann ja gar nicht das Ziel sein. Das Ziel muss in der anderen Welt sein. Und ich glaube, hier kommt man jetzt auch nicht. Nee, okay, das ist Quatsch. Ah, lol, aber nett, dass man wieder zurück kann. Nett, dass man wieder zurück kann. Durchaus. Sehr nett. Ach so. Ah, da kann ich auch rein. Da kommt wahrscheinlich auf der anderen Seite. Ah, okay. Ich verstehe. Und das ist jetzt hier. Ja, okay, das ist diese Röhrenreihe. Die Frage ist, nützt mir diese Röhrenreihe? Ich glaube, das ist alles fake. Ich glaube, das ist alles unnötig. Wobei. Nee. Nein, da will ich nicht lang. Okay. Ach, komm schon. Ach, komm schon.
Habe ich das davon gemacht, dass ich beide gleichzeitig gekillt habe? Egal. So, jetzt gehen wir mal hier. Ist ein Block. Aha. Achso, da wäre eh einer gewesen. Ist egal. Jetzt mal keine Röhre. Ich gehe jetzt einfach mal. Achso. Ach so. Ja, da kann ich jetzt die Clear Weight aber nicht ganz verstehen. Okay. Den kann ich auch so erledigen. So. Ich wäre, glaube ich, sogar mit der Röhre. Ups. Mit der Röhre ein Ticken schneller. Ich glaube, mit der Röhre wäre ich ein Stückchen schneller. Sehr schön. Ah, dumm. Das war dumm. Das war dumm. Das war dumm. So, jetzt kann ich nämlich auch den einen Hit. Ach. Nochmal. 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 Ja, das war ja perfekt. Das war... Oh nein! Ja, das war, was ich wollte. Nein, und dann habe ich es versaut. Ah, ärgerlich. Okay. Das ist voll die gute Speedrun-Strecke. Das kann man voll gut speedrunnen. Weil wenn man jetzt den trifft, kann man hier schnell durch. Dann macht man hier so einen Absprung. Dann macht man da so einen Absprung über die Röhre. Das ist voll gut gebaut. Da kann man richtig coole Speedrun-Strategien entwickeln. So, jetzt zack. Nein, jetzt bin ich... Ach, jetzt ist die Pflanze zu schnell gewesen. Okay. Aber das geht, das geht. Wir legen jetzt gleich mit einer super Zeit vor. Nein, ich hab's nicht getroffen. Yes. Nein, ich war wieder zu langsam. Ah, genau das meinte ich aber. Weil dann kann ich von der Röhre noch einen Absprung machen und komme perfekt ins Ziel. Na, so ein Ding ist das. Ach Mist, ist der andere nicht kaputt gegangen. Yes! Genau so! Genau so! Sub 10! Also, ja, doch, Sub 10. Das wollte ich haben. Perfekt. Nehme ich ab dafür. Wunderbar. Schön. Schön. Sehr schön. Okay, cool. Coole Sache. Dann schließen wir hier ab. Wir haben zwei Speedruns gemacht. Einen von Nintendo, einen von Joris. Danke fürs Zuschauen und tschüss.